Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. So, wir hoffen, dass Jessica uns heute ein Alpaka-Lama verkauft. Tiere kaufen, bitte. Oh, bitte, 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 bitte. Nein! Oh Mann. Warum habe ich schon immer so ein Pech? Na. Ja. Irgendwie immer, wenn ich was kaufen will, kaufen kann, whatever, funktioniert's nicht. Hallo Cam. Guten Morgen, Yume. Was macht die Arbeit? Ganz gut, ich kann mich nicht beklagen. Alles cool. Hallo Mikael, guten Morgen. Wie geht es dir? Ganz gut, danke. Wir gucken mal hier in das schwarze Brett. Was ist denn hier los? Was haben wir denn hier? Eine Glocke? Ein Snowboard? Nein, nein, danke. Ja, das nehmen wir. Hihi. Ich glaube, wir schaffen heute wirklich alles. Komm. Ich möchte eine Erweiterung. Guten Morgen. Oh, ich bin so müde. Ja, über den Auftrag gerne sprechen. Oh, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Lass uns gleich anfangen. Du wirst in den Hof erweitern. Es gibt verschiedene Dinge, die du tun kannst. Soll ich es erklären? Nein. Ja, zeig mal, was gibt's denn? Umgestaltung. Mache Honig D weiter. Weitere mehr Platz für Tiere. Was ist der Unterschied? Weiter. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich brauche hier bestimmt. Crops and Animals. Your Farm. Building Expansions. Was ist denn der Unterschied zwischen mehr Platz für Tiere und mehr Weide? Wie ist es, Max in Lifestyle? You can have. Put a place dark. Wie? Mehr Platz für Tiere, mehr Weide. Ich bin gerade verwirrt, was der Unterschied ist. Ich erweitere mal. Nee, was machen wir? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was? Wissen Sie was? Ich mache einfach mal mehr Platz für Tiere. Haustierlaufstall. Ach so, jetzt habe ich einen Haustierlaufstall gemacht. Okay, gut, jetzt toll. Wusste ich nicht. Warum haben sie das nicht gleich so genannt? Okay, cool, Haustierlaufstall. Du willst einen Haustierlaufstall, ja? Ich bin bereit. Das hättest du ja vorher irgendwie mal beschreiben können. Bauholz 10 und Bausteine 25 mit mindestens 1 Stern. Gut, das müssen wir hinkriegen. Wo ist mein Pferd? Wo habe ich mein Pferd geparkt? Pferd? Mein Pferd nicht hier? Pferd? Wo ist mein Pferd? Wo ist mein... Wo habe ich... Wo? Hä? Ach da! Achso, dann bin ich so zu Fuß runtergelaufen. Hoch, wie auch immer. So, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall geschwind wie der Wind Kana finden. Wo auch immer er steckt, wir müssen ihn... Da ist er. Okay, so viel dazu. Hallo Kana! Bist du ein Date? Hallo Date? 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 Ja. Wo bist du hin? Unterm Baum, unterm Baum, unterm Baum? Unterm Baum, das geht, oder? Ist unterm Baum richtig? Ich glaube unterm Baum. By the tree. Wir nehmen unterm Baum und hoffen, dass jetzt das Special Event kommt. Bitte besondere Musik. Ja! Besondere Musik ist sehr gut. Puh. Und das ist Robin. Mit dem musste ich mich ja extra anfreunden für das Event. Hey, Kana, ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe einen Brief für dich. Hier ist es. Also hier ist er vermutlich. Naja, komisch übersetzt halt. Bis später. Ich bekomme nicht so viele Briefe. Ich frage mich.
Hä? Er ist von meinem Vater. Mal sehen, was schreibt er? Mein lieber Sohn Kana, nachdem ich die Welt bereist habe, habe ich das beste aller Pferde gefunden. Aber es braucht eine ganz besondere Umgebung. Ich kann es nicht ins Dorf bringen. Ich muss es in der Heimatort deiner... In der Heimatort. Was ist denn das für eine Übersetzung? Ich muss es in den Heimatort deiner Mutter halten. Dort ist das beste Klima. Nun zu meinem Punkt. Ich vermisse dich sehr, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, du kannst in mein Dorf ziehen. Bitte ehre die Wünsche deines Vaters und komm zu mir in dieses Dorf. Ich erwarte deine Antwort. Ich hoffe, sie lautet ja. Dein Vater. Oh. Er will, dass ich Konohana verlasse und in die Heimat meiner Mutter ziehe? Einfach so. Ich habe Arbeit zu tun. Ich kann nicht einfach. Folge deinem Herzen. Du solltest gehen. Natürlich soll es einem per Herzen folgen. Du hast recht. Ich muss meinem Herzen folgen. Okay, ich habe entschieden. Ich bleibe in Konohana. Es tut mir leid für Vater, aber ich liebe dieses Dorf. Und ich habe ein Leben hier. Außerdem... Es gibt hier jemanden, den ich nicht verlassen will. Ach nee, es ist nichts, vergiss es. Egal, Vater tut mir leid, aber ich will das Dorf nicht verlassen. So, ich sehe dich bald, Yumi. Ah, das war das letzte Liebesevent, was wir haben konnten. Und wir hatten die richtige Antwort gegeben, sehr schön. Oh hey, warum kommst du nicht und besuchst Hayate heute? Sie wird froh sein, dich zu sehen. Und ich würde auch gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Oh, ach, Kala, du... Na, morgen, Yumi. Ich bin müde. Wo ist denn? Da! Hayate scheint dich jetzt wirklich zu mögen. Zu mir ist sie seit kurzem kalt. Ich glaube ja fast, sie ist eifersüchtig. Meinst du, sie weiß, wie ich mich fühle? Nein, wie fühlst du dich denn? Oh Mann. So, wir können aber gucken, was wir... Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Heiraten hier funktioniert. Das ist für Rias Proposal. If you want to... Okay. Okay. Ich weiß gerade gar nicht... Wir finden das schon irgendwie heraus, wie ich ihn heiraten kann. Das ist ein bisschen... Tricky? Wir werden das schon irgendwie rausfinden. Die Frage ist, was machen wir denn heute? Ach ja, 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 Gombe. Oh, ich vergesse gerade hier die anderen wichtigen Sachen. Ich will nicht sagen die wichtigsten Sachen, aber die anderen wichtigen Sachen. Gombe, was gibt's denn? Was hast du denn hier so? Willkommen bei Gombe Samen. Wie kann ich dir helfen? Reissetzling, Buchweizen, Daikon. Immerhin ein was Saisonales, was du heute verkaufst. Danke dir. Mal 20 Stück. Das macht 2000. Ich weiß gar nicht, 20 ist, glaube ich, zu wenig, oder? Nein, nein, danke. Ich lasse es trotzdem erstmal so. Schönen Tag noch. Die Frage ist wirklich, wie wir dann weiter vorgehen mit Kana. Also auf jeden Fall, Kana ist gerade weiter vorne. Mit dem hatten wir jetzt das letzte Liebesevent. Jetzt müssen wir uns nur noch irgendwie an die Hochzeit machen. So, ob wir ihnen einfach die blaue Feder schenken können? Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal probieren. Ich weiß nicht, ob er uns dann eine Abfuhr erteilt. Ich kann es absolut nicht sagen. Wir probieren es aber mal an einem anderen Tag. Noch nicht heute. Ich weiß gar nicht. Mehr als ein Liebeservent am Tag geht, glaube ich, eh nicht. Hi! Mutter sagte, ich soll studieren. Also gehe ich studieren. Ich weiß. Wenn Mama sagt, springe aus dem Fenster, machst du das bestimmt auch. So. Bronze nehme ich mal mit. Wenn das schon so rumliegt, kann man ja mal danach greifen, oder? So, okay. Dann als weiterer Punkt können wir uns ja um die Farm kümmern.
Jetzt habe ich ja letztens rausgefunden, wie ich ganz viele Sachen auf einmal droppen kann. Das erleichtert irgendwie alles ungemein. Was ist das nochmal? 25 Bauholz und 10 Stein? Nein, 10 Bauholz und 25 Stein. Na gut. So, das reicht ja. Du brauchst 10 Stück. Kann ich den Stein aufsplitten in mehrere Qualitätsstufen? Ich hoffe, das geht. Nicht, dann muss ich auf jeden Fall ganz fleißig mal ein paar Steine sammeln. Nein. So, jetzt so kloppe ich hier mal alles. So. Ich dachte gerade schon, ich hätte meine Eule zerschlagen. Okay, alles ganz ruhig. So, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles beisammen. Die Frage ist, ob das unserer lieben Eileen reicht. Man weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Spinatsamen, kann ich eigentlich verkaufen. Ne, wobei, nee, das ist das gezüchteter Spinatsamen. Ich muss gerade mal gucken, oder gekaufter. Das ist gezüchteter, den kann ich nicht einfach so verkaufen. Also kann ich schon, aber ob ich das soll, das ist eine andere Frage. So, dann baue ich erstmal ein bisschen Daikon-Rettich an. So viel Auswahl gibt es ja nicht im Winter, weil ich sonst noch großartig hier züchten kann. So, okay, ich schaue gleich zu Eileen. Ich hoffe, das reicht. Hoffentlich zählt ihr das zusammen. Ich weiß nicht, dass ich das alles jetzt in einer einzigen Qualitätsstufe brauche. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Dann müsste ich dann ordentlich Holz sammeln. So. Hier noch ein bisschen. Na, ich habe eindeutig zu wenig gekauft. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. So, dann gieße ich hier auch noch. La 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 la. Und hier. Lulu. Und das. Hups. Jetzt. Okay, und hier unten kann ich auch nochmal schnell. 4 oder. Na komm, nehmen wir einfach mal direkt hier. So. 1, 2, 3. 4. Fertig. So, und jetzt gehen wir nochmal ganz schnell zu Eileen und gucken, ob sie uns das Ding erweitert. Habe ich jetzt mein Pferd schon wieder abgestellt? Weiß irgendjemand, wo ich schon wieder mein Pferd habe? Ich verliere irgendwie ständig mein Pferd hier. Ich glaube, es ist freiwillig reingelaufen. Macht mal bitte Platz hier. Ich muss hier. Hallo. Ich muss hier vorbei. Ach, immer diese Kühe. Frage ist, wo Eileen jetzt ist. Kann gut sein, dass sie jetzt auch gerade in den Bergen unterwegs ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Wir gucken mal. Wir werden sie schon irgendwie irgendwo finden. Ah, hier ist sie. Wenn ich so laufe, ist es, als ob die Zeit langsamer vergeht. Ja. Du willst also renovieren. Ich habe auf dich gewartet. Nun dann kann ich die erbetenen Items haben. Natürlich. Ja, hier, fertig. Ja. Es klappt sogar. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Jetzt das Geld. Ich muss wieder mal ein paar Steine und so sammeln. Oh Mann, ich habe nicht mehr so viel. Auf zu deinem Bauernhof. Ich werde es schnell erledigen. Da bin ich mal gespannt. Was können wir denn... Ich habe jetzt quasi Playplace für Dog und Pets. Large enough for trees behind your house. Okay. Maker Shed. Ah, als nächstes kann ich eine Maker-Shed machen. Dann kann ich dann quasi Garn, Käse und vermutlich auch Butter? Mayo und sowas herstellen? Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall. Gar nicht mal so schlecht. Wir gucken mal. Ja. Ich bin fertig. Es ist ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Ich habe die Bäume gefällt, um deinen Haustieren mehr Platz zum Spielen zu geben. Du wirst deine Katzen und Hunde glücklich machen, wenn du sie hier spielen lässt. Du
Du musst hingehen und es dir ansehen. Es ist sofort benutzbar. Ah, die Arbeit ist beendet. Ich werde nach Hause gehen. Bis später. Okay, alles klar. Ich guck's mir gleich an, sobald deine Weglaufanimation fertig ist. Und du läufst wirklich sehr langsam. Warum läufst du so langsam? Guck mal. Ich bin gespannt. Oh, jetzt geht's hier oben lang. Oh, jetzt können hier Tierchen spielen. Na gut. Gehen die Tiere auch von alleine hier hin oder muss ich die hier hinsetzen? Ich habe keine Ahnung. Man nehme einen Hund und werfe ihn hier rein. Ha! War sein Geld auf jeden Fall wert. Okay, kann ich hier schon irgendwie... Ich weiß nicht, ob man hier schon was anbauen kann. Ich glaube, hier oben geht es nochmal ein Stück weiter nach oben. Da kann man dann was anbauen. Mist. Naja, okay. Wir haben heute extrem viel erledigt. Wir hatten heute unser letztes Liebesevent mit Kana. Wir haben Winterpflanzen angebaut. Und wir haben unsere Farm erweitert. Also das war mal mega ergiebig heute. Aber so richtig. Voll krass, Alter. So, wie läuft es jetzt hier mit Kana weiter? Ich muss wirklich mal gucken. Ich glaube, Kana an sich kann uns auch direkt einen Antrag machen. Man kann ihn aber auch selbst einmachen. Es geht, glaube ich, beides. Ich habe keine Ahnung. Erstmal fütter ich meine Tiere. So. Die Folge ist auch schon relativ fortgeschritten. Und wir haben auch schon echt viel geschafft. Also ich denke mal... Das Kontingent der Folge an Dingen, die passieren, ist langsam erfüllt. Also das, wir haben in dieser Folge mehr geschafft als manchmal so innerhalb von 10, 20 Folgen. Und das ist halt so, das suppt klumpenweise so langsam alles raus. Das klingt eklig, wenn ich das so sage. Ich höre auch mit Reden am besten. Es ist halt, manchmal ist es ganz dünn und dann kommt ganz viel. Jetzt gerade ist viel Zeit. Ist viel Zeit. Oh Gott, meine Wortfindung ist auch manchmal echt furchtbar. Gut, am besten ich höre jetzt langsam auf mit Reden. Wir beenden am besten einfach an dieser Stelle die Folge. Hier ist aber alles ganz cool. Cool, gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch am besten einfach mal fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ihr made Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. Und ich möchte übrigens anmerken, da wir jetzt mit Kana das letzte Liebesevent hatten, kann potenziell jede Folge letzte werden, weil, oder ich weiß nicht, ob man hier spontan heiratet oder ob das hier noch ein paar Tage dauert. Auf jeden Fall würde mit einer Hochzeit mein Let's Play hier enden. Und na, mal gucken, ne? Also wir sind hier straight auf der Zielgeraden. Wir haben hier schon einiges erledigt, einiges geschafft und auch schon verdammt viele Folgen aufgenommen. Ich wollte das Let's Play nicht so lange ziehen. Ich wollte eigentlich weniger als 100 Folgen. Und naja, ihr wisst ja, wie das hier immer endet, wenn ich irgendwelche Harvest Moon Story of Seasons Let's Plays mache. Und ich merke auch, dass ich die Folge jetzt ja auch schon wieder ewig in die Länge ziehe. Am besten, ja. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.